Flintenkeim. Richtig, heute geht's um die Flinte. Vorderschaft, Repetierflinte. Nein, es geht nicht um Schießen. Es geht um das, was potenziell davor oder danach kommt. Sauber machen. Hier am Beispiel meiner Mossberg 500A, eine recht kurzläufige Flinte, möchte ich ganz kurz zeigen, wie ich persönlich meine Flinte sauber mache. Ich stecke da nicht wirklich so sehr viel Energie mit rein, sondern ich konzentriere mich tatsächlich eigentlich nur auf den Lauf, da das System nicht wirklich so extrem dreckig wird. Das bedeutet, was wir natürlich zuerst machen müssen, ist Lauf vom System zu trennen. Dazu Schraube am Ende des Magazinrohrs lösen. Und abziehen. System samt Magazin können wir dann weglegen. So, ich hatte gestern schon den Lauf sauber gemacht in einem anderen Video, das seht ihr auch. Darum geht es aber auch nicht. Leider ist das Video nichts geworden, deswegen muss ich jetzt mal eins nachlegen. Um meine Flinte sauber zu machen, mache ich das eigentlich super, super einfach. Ich mache mir da wirklich nicht viel Arbeit, sofern das Ding nicht extremst eingesaut ist. Das bedeutet, mein Mittel der Wahl ist ja ganz klar die Ball Snake. Das ist wirklich ein absolut geniales kleines Helferlein und gerade bei der Flinte habe ich den Eindruck, funktioniert sie sehr, sehr gut. Eigentlich schon fast besser als bei den Kurzwaffen. Man hat jetzt die Möglichkeit, dadurch, dass halt gerade in dem Flintenlauf relativ viel Bleiablagerungen liegen bleiben, verschiedene Mittel zu verwenden. Ich selber benutze entweder das Brunox oder eben Ballistol. Und bei ganz hartnäckiger Verschmutzung nehme ich auch mal einen Schmauch- und Bleientferner. Hier Lupus. Das mache ich aber wirklich nur dann, wenn es nicht anders geht. Die Ball Snake habe ich ja schon ein paar Mal demonstriert. Die Messinghülse von der Kammer aus durch den Lauf schieben. Unten und dann einfach das ganze Ding durchziehen. Vorher die Snake ein bisschen einölen und das Ding ist sofort einsatzbereit. Das Schöne an der Ball Snake ist, ich habe es noch nicht gemacht, um den Stress mit meiner Frau aus dem Weg zu gehen, ist, ihr habt die Möglichkeit, die Ball Snake, wenn sie arg verdreckt ist, auch in die Waschmaschine zu stecken und sie damit wieder sauber zu kriegen. Mehr gehört in meinen Augen nicht wirklich dazu. Der Lauf ist wie gesagt sauber. Sie ist für kommende Samstag Wiesloch GRA Spring Break 2018 somit vorbereitet. Was ich dann gerne nochmal tue, ist, ich schaue nochmal in das System rein, ob ich irgendwelche nennenswerten Verschmutzungen sehen kann. Zerlegen tue ich das Ding sehr, sehr selten, weil es mir einfach zu viel Aufwand. Ich schaue einfach nach, ist irgendeine gröbere Verschmutzung zu sehen? Wenn ja, wegwischen und dann mache ich innen drin vom System ein bisschen Schmierung drauf, meistens ein bisschen LCP, Teflonöl und damit läuft es. Dann können wir den Lauf auch wieder anbringen. Oben wieder festschrauben. Und sie ist wieder einsatzbereit. Mehr gehört in meinen Augen eigentlich nicht wirklich dazu, es sei denn, es wird tatsächlich ein Flintenmassaker am Wochenende veranstaltet, wo man wirklich zig hundert Schuss da durchbläst, das Ding wirklich total eingesaut ist. Wenn jetzt im Lauf starke Ablagerungen noch vorhanden sind, dann kommt man vielleicht mit der Ball Snake nicht unbedingt weiter, dann muss man tatsächlich auf eine Kaliber 12 Messingbürste zurückgreifen, um tatsächlich diese Ablagerung zu entfernen. Aber das habe ich einmal gemacht und seitdem ziehe ich eigentlich nach dem Schießen die Ball Snake relativ zeitnah durch, damit diese Ablagerungen eben gar nicht erst groß entstehen. So, mehr gehört nicht dazu. Wie gesagt, das ist mein Weg, wie ich meine Flinte sauber mache. Muss nicht eurer sein, aber in meinen Augen sehr viel mehr bedarf es nicht.